Ja, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, jetzt habe ich die Bühne gewechselt. Ich habe den ganzen Tag von der Bühne 5 gesprochen, dass das die beste Bühne der Welt war, nämlich die Bühne Gesellschaft. Ich habe festgestellt, ich bin jetzt auf der besten Bühne der Welt. Wir haben hier scheinbar nur die besten Bühnen der Welt. Nämlich auf der Bühne 1, wo wir von einer völlig anderen Perspektive mal Bildung beleuchten wollen. Und ich glaube, dass dieses Thema möglicherweise sehr fesselnd und sehr spannend sein könnte, weil alle, die Schule denken, alle, die Bildung denken, haben vielleicht ein vorgefertigtes Bild, zu dem bestimmte Themen gar nicht passen. Das versuchen wir mal aufzulösen. Und wir, das ist in dem Fall eine ganz illustre Runde. Das finde ich ganz spannend, wie wir hier aus unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen. Und ich begrüße ganz herzlich mit einem coolen Namen. Ich habe gerade noch mal gefragt, wie man denn diesen Lehrstuhl ausspricht. Vom Gründungslehrstuhl, es hat noch einen anderen Namen, aber Gründungslehrstuhl ist ziemlich cool, Professor Freiling. Ich begrüße dich, lieber Samir Roshandel von Startup Niedersachsen, der sich mit dem Thema Entrepreneurship übrigens auf eine ganz besondere Art und Weise auseinandersetzt, durch den ich übrigens überhaupt Entrepreneurship erstmal richtig verstanden habe. Und tatsächlich begrüße ich natürlich auch dich, liebe Margret Rasfeld. Und bin ganz froh, dass wir in diesem Kontext hier zufällig, eigentlich für mich zufällig zusammentreffen, denn Margret Rasfeld hat vor kurzem an meiner Schule einen ganz tollen Vortrag gehalten, der für Begeisterungsstürme gesorgt hat. Und da muss man dazu sagen, Margret, das war ja auch schon in der Pandemie. Das war über Zoom und du hast wie selbstverständlich gesagt, welche Plattform du willst, weil alles andere irgendwie nicht funktioniert, was ein großartiges Beispiel dafür ist, dass Digitalisierung und sich auf den Weg machen überhaupt nichts mit dem Alter zu tun haben, weil Margret ist knapp über 50, darf ich an der Stelle sagen, nicht, liebe Margret? Knapp über 60 vielleicht auch. Und wir kennen uns schon aus dem Zusammenhang, dass du eine ganz besondere Schule, auf die kommen wir gleich noch, in Berlin geleitet hast. Auch in dem Zusammenhang durfte ich dich schon vor Jahren kennenlernen. Und jemand, der einen ganz wichtigen und intensiven Blick auf Bildung hat, gewonnen hat, muss man vielleicht sagen, vielleicht das auch ursprünglich gar nicht wollte oder gar nicht wusste, dass das plötzlich für ihn so wichtig wird, ist unser Staatssekretär Stefan Muhle, den ich übrigens heute schon in einem anderen Slot zum Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht gemacht habe. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das hier in der Runde ausgeht, schauen wir mal. Stefan, ich bin sehr froh, dass du dabei bist, weil ich nämlich glaube, wir verkörpern mit dieser Runde heute das, was in Bildung völlig verkannt wird, nämlich dass Schule und Bildung sich öffnen muss, hin zu Wirtschaft, hin zu Unternehmen und tatsächlich hin zu einer Ganzheitlichkeit. So, und wenn wir anfangen, Margret, dann bist du tatsächlich für mich die Erste im Bunde, die eigentlich alle wichtigen Bildungsakteure in diesem Land kennt, insbesondere in Niedersachsen. Wenn du in kurzen Sätzen zusammenfassen solltest, was, und am Nachmittag ist es immer wichtig zu provozieren, damit man nicht einschläft, was läuft bei uns denn alles falsch gerade, liebe Margret, mit dem Schulsystem, so wie wir es haben? Kannst du das in einem Satz beantworten? Das Schulsystem richtet junge Menschen ab auf Notenerbringung und auf einen Pflichterfüllergeist. Und das ist das Wenigste, was wir gebrauchen können, um die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, zu lösen. Und das Schulsystem vernichtet auch Kreativität. So, harte Worte, die ich übrigens teile. Ja. Und die, glaube ich, auch wichtig sind. Denn wir müssen uns auf eins heute Nachmittag in dieser Stunde jetzt einigen. Wir müssen ehrlich miteinander umgehen. Wenn wir Veränderungen erwirken wollen, müssen wir ehrlich sein. Herr Freiling, wenn wir ehrlich sind, Ihr Blick auf Bildung ist der, um Dystopie und Utopie von gestern Abend wieder reinzubringen, ist der hell oder dunkel? Der Blick auf die Bildung ist sowohl hell wie auch dunkel. Wir haben nämlich ein sehr vielfältiges Bildungssystem und dieses Bildungssystem insgesamt hat ein paar Stellen, die sich schwer bewegen lassen. Und die auch nicht besonders freundlich sind in Richtung auf die Qualifizierung, in Richtung auf gesellschaftliche, unternehmerische Bedarfe. Aber wir haben auch viele Initiativen innerhalb dieses Bildungssystems, die sehr viel Mut machen und die deutlich machen, dass wir augenblicklich dabei sind, die Rolle eben auch von Lehrenden und Lernenden zu hinterfragen, die Rollen neu zu verteilen. und insbesondere vor allem eben ja, von denjenigen auszudenken, die im Mittelpunkt der Bildung stehen sollten. Das sind die Schülerinnen und Schüler, das sind die Studierenden eben auch und deren Karrieren eben auch. Und ich glaube, wir müssen viel dafür tun, dass wir in Karriereoptionen denken, dass wir die junge Generation stark machen für das, was in Gesellschaft und Wirtschaft auf sie später wartet. Dabei dürfen wir durchaus den Blick ein kleines bisschen weiter nach draußen richten, weil das, was jetzt augenblicklich auch unter technologischen Gesichtspunkten passiert, das ist ein ganz massiver Wandel. Und der impliziert eben auch, dass die Arbeitswelten 2030, 40 und 50 nochmal sehr stark anders aussehen werden als die, die wir heute haben. Das heißt, wenn das Bildungssystem zu stark denkt in dem, was wir mal Anfang dieses Jahrhunderts gehabt haben oder davor oder auch noch heute haben werden, dann ist das nicht unbedingt eine gute Ausrichtung, sondern man muss zwar wissen, woher man kommt, aber man muss auch wissen, wohin es geht. Und da, glaube ich, könnten wir noch ein kleines bisschen Zuschnitt vertragen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Danke für diesen klaren Blick. Samir, wie lange ist es her, dass du zur Schule gegangen bist? Hi. Lange, über 20 Jahre. Wenn du mir mal den klassischen Matheunterricht von früher beschreibst. Mochtest du Mathe? Also ich hasse Mathe, darf ich sagen, als Schulleiter, das weiß jeder. Gut, wenn du mir den klassischen Matheunterricht von früher beschreibst, wie war der so? Man hat Dinge gelernt, ohne es zu verstehen, warum man sie gelernt hat. Und man hat Dinge ausgerechnet, ohne es zu verstehen, wofür man sie ausgerechnet hat. Wie stellst du dir den klassischen Matheunterricht von 2021 vor? Ich glaube, der größte Wunsch von mir ist, wenn man das ja ganzheitlich denkt, das Schulsystem und auch die einzelnen Fächer, dass man nicht mehr im Fächer in einzelnen Matheunterricht, Deutsch, Englisch und so weiter denkt, sondern eher fachbereichübergreifend. Dass man Inhalte, mathematische Inhalte in Dinge einbringt, die man wirklich auch nachvollziehen kann. Das könnte zum Beispiel ein Kaufmannsladen sein in der Schule, wo man mal Prozente rechnet und auch so verstehen, warum das so ist. Ja? Zum Beispiel 20% Nachlass für einen Kunden. Das kann, glaube ich, ein Kind und jemand, der Mathe verstehen möchte, besser nachvollziehen und auch für das Leben anwenden, als wenn man sie nur ausrechnet, ohne aber zu verstehen, wofür. Aber wir sind ja im Moment 2021 und wenn ich dir eine Szene beschreiben darf, in der letzten Woche saßen bei uns auf dem Verwaltungsflur zwei Schüler. Warum auch immer sie da saßen, weiß ich nicht und warum auch immer sie freiwillig Mathe gerechnet haben, verstehe ich auch nicht. Aber sie saßen da nun mal vor einem Arbeitsblatt und es ging um Dreisatz. Und dann habe ich gesagt, Mensch Kinder, was macht ihr denn da? Und dann sagen die, naja, wir müssen irgendwie Dreisatz. Und ich gesagt, ey, das ist cool, weil das ist das Einzige, was ich im Leben wirklich brauchte, neben Prozentrechnung. Das macht Sinn. Und dann sagen mir die Schüler, aha, erklären Sie uns jetzt mal, warum wir das hier brauchen. Und es geht genau in diese Richtung, was du gerade gesagt hast. Es hat sich bei uns in der Schule nicht wirklich viel getan. Tatsächlich machen wir Dinge, weil sie schon immer so waren. Genau. Und ich weiß nicht, Stefan, wie du das bei deinen Kindern wahrnimmst. Wird Schule agiler aus deiner Sicht? Ist sie agil? Kriegst du überhaupt was mit? Erzählen deine Kinder was da? Ja, ich kriege, da lege ich ganz viel Wert drauf. Also es gibt ja Menschen in der Politik und in Verwaltung, die irgendwann, wenn sie älter geworden sind, sagen, naja, wenn ich jetzt überlege, was würde ich nachträglich anders machen? Ich hätte mir mehr Zeit für meine Kinder oder meine Familie genommen. Das werde ich niemals sagen, weil ich ganz nah an meinen Kindern dran bin. Ich kriege da wirklich alles mit und ich bin da, glaube ich, auch eine ganz wichtige Bezugsperson. Trotzdem würde ich mir nicht zutrauen zu sagen, ob jetzt heute in Schule alles anders ist als bei mir. Ich sage das mit Blick auf meine Person ganz deutlich. Für mich war in der Schule gar nichts dabei. Gar nichts, wirklich gar nichts. Mich hat keine Lehrerin, kein Lehrer angesprochen. Wenn ich das so hätte halten können wie im Studium, dass du nur ein paar Semester hingehst und dann sowieso gar nicht mehr, dann irgendwie das Nötigste nur machst, dann hätte ich das in der Schule auch schon gemacht. Ich glaube aber schon, das nehme ich zumindest aus den letzten 1,5 Jahren der Pandemie wahr, dass Schule, wenn sie denn gefordert ist, Sensationelles leisten kann. Und Schule meine ich jetzt eine Schulgemeinschaft. Und das, was ich von meiner Familie mitnehme, kann ich schon sagen. Und dann darf ich ja bei dir immer sein und auch an vielen anderen Schulen in Niedersachsen. Wenn du ein tolles Team hast, wenn du eine Schulgemeinschaft hast, die sich unterhakt, die eine eigene Vorstellung davon hat, was man den jungen Leuten mitgeben will, dann ist das wahrscheinlich mit die genialste Zeit in deinem Leben. Und da habe ich jetzt aktuell bei meinen Kindern schon den Eindruck, dass die zumindest kompensieren können, untereinander, was in Schule als solches nicht gut läuft. Aber ich nehme schon wahr, dass sich gerade in den letzten 1,5 Jahren ganz viel geändert hat, viel mehr Drive reingekommen ist. Das aber leider nicht überall und deswegen ist mein Thema ja auch so sehr, den Zufall aus der Bildung rauszubekommen, dass Kinder nicht zufällig bestimmte Dinge lernen, sondern dass wir organisiert bekommen, dass alle die notwendigen Kompetenzen mitbekommen, die man heute und in Zukunft gebraucht. Ich habe dir eben sehr genau zugehört, als du am Anfang gesagt hast, du kannst nicht so ganz genau sagen, ob sich eigentlich was oder was sich wirklich verändert hat im Vergleich zu deiner Schulzeit. Und ich glaube, liebe Margret, vielleicht stimmst du mir zu, wir haben ein Riesenproblem. Und das Problem ist, dass wir in der Schule wahrscheinlich im einzigen Bereich unserer Gesellschaft sind, wo insbesondere übrigens Lehrer und Eltern und alle Akteure einen ganz besonderen, vorgefertigten Blick auf Schule haben, weil wir nämlich alle mal zur Schule gegangen sind, alle, die hier sitzen im Saal. Es sind wenige tatsächlich, aber zu Hause bestimmt viele, haben Schule durchlaufen und haben Glaubenssätze entwickelt, wie Schule funktionieren kann, haben tatsächlich vielleicht Ängste gehabt, haben möglicherweise auch Erfahrungswerte und unterschiedliche Wahrnehmungen und Begriffsverständnisse. Was ist Leistung zum Beispiel? Das wird für mich insofern, liebe Margret, zum Problem, weil ich glaube, dass das der größte Behinderer ist. Denn wenn ich zum Beispiel zu Ihnen an die Uni komme, dann sage ich, okay, was macht man denn so an der Uni und lerne das neu? Oder Samir sagt nächste Woche, Silke, geh mal weg, komm mal zu Startup Niedersachsen. Da sage ich, nee, da weiß ich ja gar nicht, was ich machen muss. Das ist ein neuer Beruf irgendwie. Und so Staatssekretär sein, puh, das weiß ich auch nicht. Dann weiß ich ja gar nicht, was, da muss ich mich ja neu einfinden. Das müssen wir in Schule eigentlich auch, tun es aber nicht. Margret, du hast ja schon immer einen ganz besonderen Blick auf Schule gehabt und immer sehr agil Schule geleitet, eine besondere Schule geleitet und jetzt ja die Initiative Schule im Aufbruch gegründet. Und einen stärkeren Titel für das, was notwendig ist, kann man, glaube ich, nicht finden. Vielleicht magst du ein bisschen beschreiben, was so in deinem Kopf, in deinem Herzen los ist, dass du wirklich da nicht sagst, okay, ich liege jetzt irgendwo in der karibischen Sonne und sag, meine Güte, ich war lange genug Lehrerin, sondern kämpfst, und zwar für unsere Kinder, jeden Tag. Mhm. Also das Gute ist, das, wofür ich schon seit 30 Jahren kämpfe, ist jetzt bildungspolitisch zumindest beschlossen. Also da bist du jetzt nicht mehr irgend so ein schräger Vogel, sondern mit der Agenda 2030, dem Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung, haben wir den Auftrag, Schule komplett neu zu denken. Es geht um transformative Bildung, so nennt man das. Und es geht darum, junge Menschen zu befähigen, die Welt zu verändern, tätig zu werden, kreativ zu werden, Lösungen zu finden für die Riesenprobleme, in denen wir stecken. Und das ist der Kernauftrag von Schule. Ich möchte Ihnen etwas widersprechen. Ich möchte junge Menschen nicht ausrichten auf Karriere, weil das ist der Fehler, den wir in Schule machen. Höher, schneller, weiter, mehr, mehr, Bestnote, ausrichten auf diese Schiene. Die sollen machen, wofür ihr Herz schlägt und nicht jetzt schon Karriere im Kopf haben, sondern erstmal herausfinden, wer bin ich eigentlich, was kann ich, wieso, was ist meine Aufgabe hier in dieser Welt und wie kann ich mich gut einbringen und nicht, wie kann ich möglichst viel Geld verdienen. Ja. Und parallel würde ich da sofort reingehen, denn ich hatte vorhin einen Slot, da saß Mark Pelker, der CSO bei der PIA-Gruppe ist, einer der größten deutschen Digitalagenturgruppen. Der sagte, und dann komme ich auf Sie, Herr Freiling, wir bräuchten eigentlich Schulen, die einen Gründergeist wecken, die tatsächlich Kinder befähigen, mal was auszuprobieren und zu sagen, ey, lass uns mal was starten im ureigensten Sinne. Der Marx sagte dann, das kann man kann ein Startup gründen in jedem Alter. So, man kann das auch mit 45, aber das wird halt echt schwierig. Und Kinder haben so viel Kreativität und so viel Leidenschaft, dass man sie mal, ja, im Grunde genommen wecken könnte, darin was auszuprobieren. Herr Freiling, wenn ich Sie jetzt an meine Schule einladen würde, und da sitzen jetzt ganz viele Lehrer, und wir Lehrer sind echt spezielle Menschen, die so sagen, okay, jetzt kommt da wieder einer, der uns erzählt, wie Bildung denn zu funktionieren hat. Wie würden Sie mit diesen Kolleginnen und Kollegen sprechen, dass Sie sagen, Mensch, es ist wichtig, mal ein bisschen umzudenken, Gründergeist tatsächlich zu wecken und auch aus Ihrer wissenschaftlichen Expertise heraus? Also Sie kriegen Sie wahrscheinlich alle überzeugt, aber überzeugen Sie mal mich an der Stelle. Vielleicht noch mal ganz kurz vorab eben auch, weil Frau Rasfeld das gerade angesprochen hat. Ich glaube, wir haben da überhaupt keinen Dissens, was Karriereorientierung anbelangt. Mir geht es darum, dass wir die Schülerinnen, Schüler, Studenten, Studenten, Studierende dazu bringen, dass sie ihre Karrieren als Entfaltungsmöglichkeit ihrer Kreativität, ihrer Potenziale sehen, dass sie sich selbst ihre eigene Karriere eben auch machen können. Ich hätte es nie so verstanden, dass irgendwo Kommerz oder irgendwelche anderen Punkte da eine große Rolle spielen eben auch, sondern es sind Neigungen und es ist ein Stück weit Lebenszufriedenheit, auch Arbeitszufriedenheit, die damit in Verbindung stehen muss, wenn ich so an diese Karriereorientierung denke. Und was Sie jetzt gerade angesprochen haben, dieses kreative und erneuerungsorientierte Denken, das ist zunächst mal etwas, und das würde ich dann auch in Richtung auf die Lehrerschaft sagen, was bei jungen Menschen sehr, sehr gut ankommt. Denn es ist die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Es ist die Möglichkeit eben auch zu sagen, das ist mein Spielfeld, das könnte es sein, aber zum Beispiel mathematische Aufgaben oder was auch immer gehört nicht mit dazu. Das heißt also, wenn man eben dieses unternehmerische Denken und dieses Gründen mal ein bisschen näher betrachtet, sieht man eben auch, es geht hier um kreatives Problem lösen. Und das ist nicht nur beispielsweise der Aufbau eines bestimmten Geschäftes, was dann mit natürlich zusammenhängen kann, aber nicht muss, sondern es ist etwas, was ganz praktisch uns in unserem eigenen Leben eben auch weiterhilft und uns permanent dazu herausfordert, eben auch in Erneuerungen zu denken. Ich glaube, das ist ein erstes starkes Argument, denn auch die Lehrerschaft denkt natürlich daran, dass sie im Klassenraum steht und die Schülerinnen und Schüler begeistern muss. Ich glaube aber eben auch, dass es sehr wichtig ist, der Lehrerschaft zu sagen, dass ein solches Denken eben sehr gut in die Curricula reinpassen kann und dass man davor keine Angst haben muss, so etwas zu unterrichten, weil ich das gerade schon sagte, es ist eigentlich ein sehr natürliches und dem Menschen naheliegendes Denken eben auch. Und deswegen finde ich, ist es sehr, sehr wichtig, wenn man in diese Richtung geht, es eben aus Schülerinnen- und Schülersicht, aber auch aus Lehrenden-Sicht zu denken. Und es gibt viele gute Argumente und es gibt viele Hilfen eben auch, den Unterricht in diese Richtung aufzustellen. Wir selbst machen es auch. Wir gehen auch beispielsweise in die weiterführenden Schulen hinein und machen mit denen Gründungsprojekte, animiert beispielsweise eben auch durch Mitarbeitende meines Lehrstuhls. Die Einladung kommt. So. Dankeschön. Ist ja nicht so weit entfernt. Nein. Aber Sie haben jetzt zwei, drei wichtige Dinge gesagt, die mich eigentlich umtreiben und die mir eigentlich Sorge machen. Nicht das, was Sie gesagt haben, aber wenn wir darüber nachdenken, dass wir über 21st Skills sprechen, wenn wir darüber nachdenken, dass sich die Welt verändert hat, Schule nicht, und wir andere Kompetenzen brauchen tatsächlich, dann sind die 4Ks immer ganz vorne mit dabei und kollaboratives Arbeiten ist mega wichtig. Wir lösen die Probleme nicht mehr alleine. Und Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Sie sagten, der Lehrer im Unterricht muss, das passt in die curricularen Vorgaben und er muss ja unterrichten und braucht keine Angst haben. Wenn man sich ein bisschen auf den Weg gemacht hat, und Margret, du kannst es vielleicht noch ergänzen, dann habe ich da mehrere Schwierigkeiten. Klassenraum, Unterricht, curriculare Vorgaben ist all das, was eigentlich nicht mehr in unsere Zeit passt. Ich provoziere mal und ich weiß auch, dass das nach außen provozierend ist, weil das System nicht so weit ist. Aber müsste sich nicht, Margret, Unterricht vollkommen verändern? Unterrichte ich wirklich die Kinder noch im Sinne von unterweisen, könnte man dann ja auch nehmen? Oder habe ich nicht eine andere Rolle mittlerweile? Und ist es nicht auch so, dass mein Verständnis, Dinge beizubringen, Dinge zu begleiten im Lernprozess, ein völlig anderes sein muss? Ja, wir brauchen jetzt einen Haltungswandel bei den LehrerInnen und das ist das Schwierige, denn die sind ja sozialisiert durch die eigene Schule. An Universitäten, nicht jetzt gerade am Lehrstuhl für Entrepreneurship, aber in so einem normalen Lehramtsstudium geht's, sagen dann auch viele, kriege ich da Punkte für, ist das prüfungsrelevant, sonst mache ich das nicht. So verlassen die ja die Schule mit so einem Mindset und dann werden sie eben, ja, dann müssen sie in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Pensum da abliefern, dann kommen sie in die Schule. Und diese neue Rolle, dass ich eben den Kindern Freiraum gibt, dass auch nicht Lernen im Gleichschritt läuft und sie immer Arbeitsblätter ausfüllen, sondern dass ich Zeit habe, eigenen Fragen nachzugehen, dass ich projektorientiert arbeite, verlangt ja jetzt eine neue Rolle. Eine unterrichtende Person wird jetzt zur Prozessbegleitenden. Das haben sie nie gelernt und davor haben viele LehrerInnen auch Angst, weil sie das nicht kennen. Und LehrerInnen wirken ja zu 80% durch ihr Vorbild. Und wenn eine große Zukunftskompetenz heißt, Umgang mit Unsicherheit und disruptiven Veränderungen, und so ein Lehrer stellt sich dahin und sagt, ich würde ja gerne, aber ich darf ja nicht oder ich kann ja nicht, dann ist das natürlich ein katastrophales Vorbild für junge Menschen. Ja, ich weiß gar nicht, welche Frage du gestellt hattest, aber das ist das Schwierige, diese Haltungsänderung. Ich kriege das ja auch mit aus Unternehmen, die in der agilen Transformation sind, die Haltung der Mitarbeiterin zu verändern, dass sie die Fehlerangst ablegen, dass sie in kreatives Mindset kommen. Es sind genau dieselben Themen wie in der Schule. Und wir könnten, wenn eine Schule anders liefe, könnten sich die Unternehmen viele Millionen ersparen, dieses Mindset denen wieder auszutreiben, was sie mitbringen nach 13 Jahren oder 12 Jahren Schule und Studium. Und deshalb, also eigentlich müssen wir Schule nicht verändern, weil die Wirtschaft was anderes braucht auch, sondern weil da viele junge Menschen krank werden. Bis hin in Burnout mit 9 Jahren, weil sie immer diese Erwartung haben, ständig kontrolliert werden, ständig benotet werden. Und wie gesagt, ich habe es schon gesagt, nicht auf Lernfreude und Begeisterung, die geht ja verloren, oft schon in der Grundschule, die kommen und sagen, boah, wow, jetzt gehe ich in die Schule. Und nach einem Jahr sagen sie, Mama, ich will da nicht mehr hin, wenn sie es noch merken. Also das ist eigentlich das Schlimme, was wir mit den jungen Menschen da machen. Und du hast eben, Margret, ich glaube, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber du hast eben gesagt, es ist ja total wichtig, die Wirtschaft könnte mega viel Geld sparen, Millionen. Da sind jetzt alle, die zuschauen, sagen, Moment mal, Sparpotenzial, der Rasfeld, hören wir jetzt mal ein bisschen genauer zu, weil jetzt wird es ja spannend. Und ich glaube tatsächlich, ich kam eben aus einem Slot, da ging es um New Education, New Work, was aber so aufgelöst wurde, dass wir diese Begrifflichkeiten eigentlich gar nicht benötigen, sondern dass es eigentlich um Leben, Lernen und Arbeiten in einer neuen Kultur, nämlich einer Kultur der Digitalität, braucht, die einfach völlig andere Anforderungen stellt. Und nur mal in Klammern gesprochen, dort hat eben Micha Palesche vorgetragen, der Schulleiter der Ernst-Reuter-Schule, der immer sagt, naja, wenn wir kollaborativ arbeiten in den Prüfungen, haben die Kinder ein leichtes Problem, weil dann steht unter der Prüfung eine 6. Dann haben sie nämlich abgeschrieben, weil sie gemeinschaftlich gearbeitet haben. Und tatsächlich wollen wir es aber ja von ihnen, dass sie das schaffen. Das heißt, wir hängen ja auch am Thema Prüfungskultur maßgeblich dran. Samir, wenn du das hörst, wir sollen also Schule und Wirtschaft verbinden. Und du ja im Moment auch tatsächlich mit Startup Niedersachsen eigentlich für mich so ein Bindeglied bist. Ne? Du bist in der Bildung, du willst die Startup-Szene sozusagen näher bringen, dass man das überhaupt versteht. Mhm. Gleichzeitig bringst du oder bringt ihr im Team einen tollen Wettbewerb auf den Weg, eben den Wettbewerb Entrepreneurship-Bildung, und stößt wahrscheinlich an immense Grenzen im Moment. Möglicherweise bei der Teilnahme am Wettbewerb überhaupt, möglicherweise am Verständnis dieses Begriffes. Beschreib mal so für dich, vor welchen Hindernissen du im Moment stehst, aufgrund unseres Systems. Ich gehe mal eine Stufe zurück. Es ist ja so, wenn man sich das Schulsystem schaut, Curriculum, Unterrichtszeit, Lehrkraft, da muss man sich die Frage stellen, was müssen die Lehrkräfte mitbringen, um Lehrkraft zu werden? Es gibt ja keine Casting vorher. Ja? Also Gründer werden gecastet, Lehrkräfte aber nicht. Jeder kann sich im Grunde genommen immatrikulieren, fleißig sein und dann Lehrkraft werden. Ob sie dafür geeignet sind, ob sie gut zuhören können, ob sie die Kinder nicht unterrichten, sondern aufrichten können. Ich glaube, in dem Moment muss man in den Schulen die Kinder eher Selbstbewusstheit geben, Selbstwirksamkeit gestalten lassen. Und mehr aufrichten als zu unterrichten. Solche Eigenschaften werden bei den Lehrkräften ja gar nicht hingeschaut. Und wenn wir heute in die Schulen gehen, und das ist ja meistens personengebunden. Das heißt, wir haben Personen, die diese Eigenschaften mitbringen, die Kinder aufrichten können, die in der Lage sind, Kinder Perspektiven zu zeigen, die eher als Coach sich betrachten, als Mentor betrachten und immer ein offenes Ohr für die Kinder haben, aber auch in die Zukunft schauen. Was brauchen die Kinder für die Zukunft? Ja, und genau mit denen arbeiten wir zusammen mit einem Digitalstarter, weil Digitalstarter machen wir genau das, Entrepreneurship, Bildung und KI, Künstliche Intelligenz. Ja. Mega wichtig. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Bereich Künstliche Intelligenz vollkommen unterrepräsentiert ist. Da macht man mal einen Robotikkurs an der Schule und dann sagt man so, Haken dran, curriculare Vorgaben, Robotik. Abgehakt, fertig. So, und dann ist die Tür wieder geschlossen, weil man hat es ja gemacht, genauso wie viele Präventionsmodelle. Und ich glaube, tatsächlich, Samir, du hast wichtige Dinge gesagt, dass du versuchst, genau das aufzubrechen. Jetzt hören aber ja die Leute zu. und sagen, noch eine Runde, wo sie sagen, man müsste mal und dann müsste man hier aufbrechen und dann müsste man mit den Leuten sprechen und es passiert ja nichts. Das heißt, wir haben, gucken wir über Niedersachsen hinaus, in diesem Schuljahr 40.000 Schulen, 11 Millionen Schüler und 800.000 Lehrerinnen und Lehrer, die tatsächlich an den Schulen täglich in die Tür gehen, dann schließt sie sich für 6 oder 8 Stunden und dann schließt sie sich wieder auf und dann gehen sie ins, ich nenne es immer das echte Leben, weil ich mittlerweile nicht mehr weiß, was ist eigentlich die Blase für die Kinder. Ist es die Schule, in der sie sich bewegen, weil es nicht echt ist und nicht ihre Lebenswelt abbildet? Oder sind es die Netzwerke, in denen sie dann nachmittags nur unterwegs sind? Und da ist ja auch dieser Bereich Digitalisierung mega wichtig. Und ich glaube, das ist das nächste große Thema. Stefan, du bist Staatssekretär für Digitalisierung. Du siehst sozusagen, was es braucht. Du hast mittlerweile viel verstanden, was es an Schulen braucht. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, bist du der Meinung, dass jetzt die Pandemie einen sogenannten Digitalisierungsschub in die Schulen gebracht hat? Vorsicht, diese Frage ist provokativ gemeint. Ja, das hat es auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass wir alle in den letzten 1,5 Jahren digital sensibler, kompetenter geworden sind, jeder in seinem Umfeld, da würde ich schon sagen. Und ich finde, im schulischen Kontext ist etwas passiert, was in die richtige Richtung geht. Frau Rasfeld hat ja auch eben skizziert, wo tatsächlich auch Licht zu sehen ist. Ich würde sagen, dieser Digitalpakt, ja, über Jahre haben Bund und Länder darüber gestritten, dann hat man das Digitalpakt genannt, 5 Milliarden da reingetan, dann ist das ein Pakt von Selbstverständlichkeiten, finde ich, was dabei rausgekommen ist. Aber das macht für mich an einem Punkt deutlich, wir haben verstanden, wir müssen viel, viel, viel mehr Ressource in das System geben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal, denn solange Schulen um Stiftungsgelder im Ort kämpfen, solange Schulen Spendenläufe machen müssen, um sich das zu finanzieren, was sie heute eigentlich wie selbstverständlich in jedem Unterrichtsraum oder in der Schule haben sollten, solange stimmt etwas nicht im System. Solange wir Bildung nicht im Überfluss haben, stimmt etwas nicht im System. Und da finde ich, da ist in der Vergangenheit immer sehr stark auseinandergefallen, was politisch gesagt worden ist und was tatsächlich passiert ist. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass völlig unklar ist, wer ist eigentlich für was zuständig. Welche Aufgabe hat die Schule mit einem eigenen Budget? Welche Aufgabe hat der Schulträger? Welche Rolle spielt das Land? Jetzt ist der Bund auch noch aufgetreten. Und ich glaube, aus diesem Digitalpakt und dem, was danach dann noch an Verabredungen getroffen worden ist, mit Blick auf Administration, mit Blick auf digitale Endgeräte für sozial schwache Schülerinnen und Schüler, ist klar geworden, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Geld im System. Und wir brauchen eine Verständigung darauf, dass nicht 16 Länder ihr eigenes Ding in der Bildungspolitik machen, sondern wir brauchen für jedes Kind eine klare Agenda, wie es ausgestattet wird, wie die Schule, an der es unterrichtet wird, beziehungsweise an der es zur Schule geht, ausgestattet ist. Und da brauchen wir jetzt, glaube ich, ruckzuck eine Verständigung darauf. Was sind Mindestvoraussetzungen für gutes, für zeitgemäßes Lernen? Und das müssen wir nachhaltig organisieren. Das ist auch ein wesentliches Problem an diesen Verabredungen, dass man da irgendwas fürs 23 bis 24 verabredet hat. Wir brauchen das nachhaltig, nicht nur für die Generation jetzt, sondern auch für die Zukunft. Ich glaube, das sind gute Entwicklungen aus dieser Pandemie. Du bist der provokativen Frage gut ausgewichen und hast sie gut beantwortet. Denn ich weiß nicht, Margret, was hast du für einen Blick? Hat die Digitalisierung was in den Schulen, dieser Schub, dieser vermeintliche durch die Krise, was bewirkt? Ja. Wenn Margret so anfängt, dann wird es übel. Ja. Hat es bewirkt. Und zwar, ich bin ja oft in Schulen und erlebe LehrerInnen, die sagen, und dann mussten wir ja auf einmal, und dann mussten wir auch den Kindern ganz viel zutrauen. Oh, und die haben das ja geschafft. Also viele LehrerInnen, die sind so sozialisiert, dass sie meinen, sie müssten diesen Kindern und Jugendlichen alles auf Kleinste beibringen. Dass die gar nicht selber lernen können und dass sie nicht kreativ sind und dass sie voneinander total lernen können. Und da ist so ein bisschen so ein Licht einigen aufgegangen, dass sie sich mehr trauen. Mhm. Andere sind ja auch überfordert gewesen. Also es hat so einen Schub gebracht, was die Lernkultur an sich anbelangt, in vielen Schulen nicht. Und was ja auch leider von den Ministerien dann ausgegeben wurde. Niedersachsen ist ja eines der besten Länder, auch jetzt mit den, Zukunftsschulen und so. Ja. Also wirklich jetzt. Rheinland-Pfalz hat gerade nachgezogen, aber unterscheidet sich komplett. Aber dennoch ging es plötzlich darum, die Abschlussklassen müssen in die Schule, die müssen ihre Prüfungen schreiben und so weiter. Also wieder 3 Rollen rückwärts, Bildung ausgerichtet auf Note und Abschluss. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in die Digitalisierungsfalle laufen, nämlich diese alte Schule jetzt mit digitalen Geräten und Whiteboards und frag mich nicht, auf dieselbe Art und ein bisschen offener vielleicht, aber im Grunde die alte Schule digitalisieren und dann denken, boah, wir haben die tollsten Geräte, wir sind jetzt hier hochmodern und innovativ. Das ist die Falle, in die wir nicht laufen dürfen. Und ich finde es super gut, dass du genau darauf anspringst, was ich im Kopf hatte. Denn ich würde, wenn ich wieder diesen dystopischen Blick gerade einnehme, sagen, okay, die Corona-Krise ist rückblickend für viele eigentlich natürlich sowieso eine Riesenkatastrophe, aber auch für die Schulentwicklungsprozesse eine Katastrophe, weil vielerorts der Ruf nach Normalität gerade, back to normal, es ist ja fast schon ein Schlagwort, laut wird. Samir, wenn ich dir jetzt sage, back to normal, kannst du für dich definieren, was normal eigentlich war und ob es normal gibt und ob normal gut ist? Ich hoffe, dass wir nicht dahin zurückgehen, wo wir vor der Pandemie standen, in den Schulen und in viele andere Institutionen. Und ich glaube, wir müssen, und das haben wir auch getan in vielen Bereichen, die Krise als Chance begriffen und viele Dinge verändert, auch sehr schnell verändert. Ich glaube, den Schub, den wir ja auch unter anderem in den Schulen, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen erlebt haben, was Digitalisierung angeht, das hätten wir ohne weiteres nicht in dem Tempo ohne Corona geschafft, was wir heute geschafft haben. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht back to the normal, also quasi vor März 2020 gehen, und sondern das, was wir geschafft haben, darauf aufbauen und weitergehen. Und vor allem noch ein Tick schneller. Ja, weil das wird, glaube ich, in vielen Bereichen ist es gewünscht, es wird gefordert und es ist die neue Normalität. Und diese neue Normalität müssen wir leben und weiterführen. Herr Freiling, wenn Sie das so hören und sagen, okay, neue Normalität und da müssen wir jetzt vollkommen umdenken, dann haben Sie ja für mich auch eine interessante Schnittstelle, weil Sie Schule und Unternehmen, und tatsächlich heißt ja der Slot hier Schule, Unternehmerisch oder Bildung, unternehmerisch digital, aus einer ganz besonderen Sicht begleiten, nämlich einerseits der wissenschaftlichen Sicht, andererseits tatsächlich mit dem Blick auf Bildung, aber gleichzeitig ja eben die unternehmerische Sicht der Gründung quasi und das als Ihr Schwerpunkt haben. Wenn jetzt Zuschauer zu Hause zuschauen und sagen, okay, Schule und Unternehmen, was machen die denn da auf der TECHTIDE? Man kann doch Bildung nicht kommerzialisieren, um Gottes Willen. Die Unternehmen dürfen doch, dann sind wir ja schnell beim Thema Sponsoring und das geht doch alles nicht. Wenn Sie diesem entgegnen müssten und sagen müssten, okay, es müssen gerade Kommunikationswege gefunden werden, dass Schule sich nach außen öffnet oder dass Unternehmen in die Schule dringen, wie würden Sie das aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht begründen, dass das notwendig ist? Meine Auffassung ist es, dass es notwendig ist. Wie würden Sie Schulleitungen überzeugen? Und da frage ich mich wirklich manchmal, wie macht man das? Die sagen, nee, meine Tür bleibt zu, ich bin eine Schule, ich bin eine staatlich neutrale Einrichtung. Ja, meine Schulleitung ist die Hochschulleitung und damit ein Rektorat und hat beispielsweise eben auch eine Konrektorin, die sich nicht nur für Forschung, sondern eben auch für den Transfer engagiert. Und das ist mittlerweile eben auch gang und gäbe. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile an allen Hochschulen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Modell. Ganz einfach deswegen, weil es dazu führt, dass wir akademische Silos abbauen und dass wir generell Silo-Denken abbauen, indem wir sagen, da ist eine Sphäre, die nennt sich Schule oder Hochschule oder eben auch Arbeitswelt. Und ich glaube, die heutige Realität marschiert immer stärker darauf zu, dass man Plattformen der Kollaboration eröffnet. Und wir haben es beispielsweise bereits seit einiger Zeit auch mittels der Digitalisierungsdiskussion implementiert, dass wir Veranstaltungen haben, in denen Studierende zusammenkommen in Gruppen, um an Digitalisierungsthemen der Praxis zu arbeiten. Die Praxis wiederum entsendet Leute, die als Coaches mit am Rand stehen und die entsprechenden Studierenden befähigen, mit Inspirationen versehen. Und wir als Akademiker sind weitere Coaches, weitere Mentoren auch dieses Prozesses und versuchen, den Prozess zu rahmen. Und warum das jetzt alles wichtig und weiterführend ist gegenüber dem, was wir vorher gehabt haben, ist ganz einfach. Wir kommen in einen echten Transfer hinein. Und zwar nicht nur in einen Transfer wo die Forschungsinstitute etwas in Richtung auf die Gesellschaft spielen, sondern wo die Gesellschaft die Möglichkeit hat, zum Beispiel via Unternehmen, via Sozialorganisationen etwas an Herausforderungen in Richtung auf die Universität und damit auf die erweiterte Schullandschaft zu spielen, an dem gearbeitet wird und das natürlich eben auch beforscht wird, nicht nur in der Lehre, sondern wo wir Forschung und Lehre im Sinne eines forschenden Lernens zusammenbringen. Und da, durch ein solches Denken, wo diese unterschiedlichen Sphären zusammenkommen, kommen wir viel mehr in Synergien und in gegenseitige Diskurse eben auch. Und davon profitieren wir, glaube ich, alle. Dadurch wird die Hochschullandschaft viel, viel anwendungsorientierter. Und gleichzeitig auch die Unternehmenslandschaft bekommt mehr und intensivere Impulse und gleichzeitig eben Zugang zum Humankapital der Zukunft, repräsentiert durch unsere Studierenden. Ich finde, das sind sehr mächtige, sehr einprägsame und sehr wichtige Worte, insbesondere für uns in einem wirklich, wirklich verstockten System, nicht im Sinne von wir sind alt und wir bewegen uns, wir wollen uns nicht bewegen, aber der Stock in den Schulen steckt so fest, dass jeder sagt, ich kriege nicht mehr raus, ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Ihre Worte sind ja ein wahrer Appell dazu, zu sagen, okay, warum müssen sich eigentlich auch Lehr- und Lernprozesse verändern, zum Beispiel in der Schule, warum muss eine andere Haltung, Margret, du hast es eben gesagt, einziehen, und ich frage mich dann immer, weil ich ja eben diesen wirklich Blick aus der Praxis habe. Ich gehe jeden Morgen in dieses System Schule und ich gehe jeden Mittag wieder aus dem System Schule raus, wobei das im Kopf natürlich weiterläuft. Und wenn ich dann überlege, okay, wir sind schon mittlerweile eine fortschrittliche Schule, würde ich bezeichnen, haben die Probleme wie alle anderen auch und fallen immer wieder in alte Muster zurück. Dann frage ich mich, was machen wir denn jetzt mit diesen 40.000 Schulen? Und Margret, ich glaube nicht, dass wir das, da bist du dir wahrscheinlich einig mit mir, die Lehrerinnen und Lehrer an sich erstmal so schnell überzeugt bekommen. Die haben gerade andere Probleme und sind tatsächlich immer mit diesem Add-on-Gedanken, wann soll ich das denn auch noch? Und jetzt kommt da Informatik-Pflichtfach in Niedersachsen, jetzt müssen wir uns darum kümmern. Und jetzt kommt dieses neue Fach und jetzt sollen wir Medienbildung, Demokratieerziehung, Bildung für nachhaltige Entwicklung. So. Ergebnis ist, Lehrkräfte sagen, nee, in diesem System nicht mehr. Eigentlich finde ich das übrigens gut, dass Sie das jetzt gerade sagen, so nicht mehr in diesem System. Wen würdest du, Margret, in erster Linie, und ich glaube, du tust es täglich auch schon fast, adressieren und sagen, wir müssen reden, damit sich etwas ändert? Wir haben von curricularen Vorgaben gesprochen, wir wollen Entrepreneurship in die Schule haben, wir wollen Unternehmen in die Schule haben. Wen würdest du adressieren? Also an wen müssen wir, wo müssen wir anklopfen? Wo muss Stefan Muhle morgen anrufen und sagen, jetzt muss ich da auch noch mich mal eben kümmern? Also erstmal Vorsicht, BNE ist kein Add-on, Demokratie ist kein Add-on. Es geht da jetzt darum, Schule grundsätzlich neu zu denken. Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ja. Die Zeit der Add-ons ist vorbei. Auch die Zeit des Unterrichtetwerdens. Ich glaube, wir brauchen gute Beispiele. Gute Lernformate, gute Beispiele. Die LehrerInnen können sich genauso wenig wie die Eltern, die können sich ja gar nicht vorstellen, wie so eine neue Schule aussehen mag. Das Kultusministerium, auch das Niedersächsische, ist kein Innovationszentrum. Deswegen liegt für mich die eine Lösung darin, dass in jedem Land, in jedem Bundesland vom Ministerium aus, so wie das jetzt hier mit dem Modellversuch Zukunftsschule auch geschehen ist, einfach Freiheit an die Basis gegeben wird, und zwar echte Freiheit. Wir geben keine Noten, wir erproben neue Dinge der Prüfungen und so weiter. Neue Lernformate, neue Fächer will ich jetzt auch gar nicht sagen, neue Formate. Und da entsteht dann ganz viel, auch nicht, es gibt nicht dieses eine Modell, sondern je nachdem, wo man sich befindet. Und ich versuche jetzt ja gerade mit dem Freiday so einen Schub in die Republik zu bekommen. Magst du den vielleicht kurz erklären? Ja, was ganz gut gelingt. Also das, glaube ich, ist wichtig, und dass wir regional uns, dass Schulen sich verbinden können. Und was ganz wichtig ist, und Sie hatten schon gesagt, dafür darf man keinen Sponsorenlauf machen müssen. Ich kenne kein Unternehmen, das in eine tiefe Transformation gegangen ist, was keine Transformationsbegleitung hat. Und die Schulen, die sind ja dicht bis oben, die sollen jetzt mal eben eine Transformation machen. Ja. Deswegen haben wir von Schule im Aufbruch, wir haben jetzt ein ganz gutes Modell entwickelt, wie man gute Transformationsbegleiter aus der Wirtschaft zusammen mit Schulentwicklungsberatern reingeht. Wir haben auch Werkzeuge entwickelt, würde jetzt zu weit gehen. Ich kann den Freiday noch mal eben erklären, habe auch gerade ein Buch geschrieben dazu. Also Schulen leiden ja, oder ich fange mal an mit den Fridays for Future. Es ist ja ein Unding, dass unsere Kinder die Schule verlassen müssen und auf die Straße gehen müssen, um die wichtigen Themen sich damit auseinanderzusetzen. Die gehören ja in die Schule rein. So, das ist das eine. Das andere ist, wir brauchen nicht Wissen, was wir in unseren Köpfen abspeichern. Wir müssen auch ins Handeln kommen, in Entrepreneurial Mindset, Lösungen finden. Und so kann man ja, wenn junge Menschen so aufwachsen, dass sie lösungsorientiert denken und handeln, dann haben sie das ja inhaliert sozusagen als Mindset. Und es gibt in den verabschiedeten bildungspolitischen Papieren wie dem Nationalen Aktionsplan und von der UNESCO jetzt in einem, das heißt Berliner Erklärung oder BNE 2030, werden überall Aktions- und Freiräume gefordert zum Handeln für die Kinder und Jugendlichen, die frei sind von Curriculum, aber sich beziehen auf die großen Herausforderungen. Und daraus habe ich den Freiday gemacht. Und der Freiday bedeutet 4 Stunden jede Woche, strukturell verankert in allen Jahrgängen. Die SchülerInnen finden sich in Leidenschaftsgruppen zusammen. Die einen interessieren sich vielleicht für erneuerbare Energien, die anderen für Bienen, die dritten für ein soziales Thema. Sie eignen sich selbstständiges Wissen an. Also der große Rahmen sind die 17 globalen Ziele, da ist ja alles drin. Sie eignen sich selbstständig Wissen an. Wir entwickeln gerade Plattformen, wo man dann auch entsprechend altersgemäß Wissen finden kann. Die LehrerInnen, es ist ja wie ein projektbasiertes Lernen, die LehrerInnen begleiten. Und wenn ich dann mir Wissen angeeignet habe, dann kommt der zweite Schritt. Dann entwickle ich eine Lösung für eine Herausforderung in der eigenen Schule oder in der Kommune. Und gehe ins Handeln und nutze dazu, das ist der Aufbau der geforderten Bildungslandschaften, nutze dazu die ganze Expertise, die da ist, sei es Studenten aus ihrer Uni, die mal kommen und ein bisschen den Kreativprozess begleiten, oder Unternehmen, die mit Kreativmethoden mal unterstützen, oder Eltern mit all ihrer beruflichen Expertise auch. Und wir haben hier, der Freiday ist ja empfohlen auch vom Kultusministerium Niedersachsen. Wir haben viele Schulen in Niedersachsen schon, die den Freiday machen. Wir haben aber auch bundesweit trotz Corona jetzt 100 Schulen im Freiday. Im letzten Jahr, es gibt eine Website, es gibt Unterstützung, und unser Ziel, also unser ist jetzt Schule im Aufbruch, das ist ein Lernformat von Schule im Aufbruch. Unser Ziel ist es, bis 2026 13.500 Schulen im Freiday zu haben. Wir haben die ersten Freiday-Städte auch und so weiter. Und der kommt einfach super an, weil die Zeit so reif dafür ist. Und was ich sagen wollte, und das ist ein transformatives Element, weil den Freiday kann kein Lehrer planen. Die einen brauchen vielleicht 2 Jahre für ihr Projekt, für die Umsetzung, die anderen nur 4 Wochen. Und du kriegst auf einmal mit, wenn du Kindern diese Freiheit gibst und begleitest die vielleicht, wenn sie etwas brauchen, was alles in denen steckt. Und unsere Hoffnung ist, dass der Freiday dann eine Brücke ist, wenn man diese Erfahrung macht, wow, das freut ja auch Lehrerherzen, wenn da Kinder plötzlich loslegen und total viel erreichen und begeistert sind. Und vielleicht brauchen wir auch Fortbildungen, wie komme ich in den Potenzialblick, wie führe ich ein gutes Reflexionsgespräch, sowas alles kann ja erfolgen. Wir sind ja auch mit sehr vielen Lehrerfortbildungsinstituten im Gespräch. Dann ist das ein fassbares Format, was man sich vorstellen kann, was keinen überfordert, aber wo man so neue Erfahrungen selber macht, dass man den Mut hat, davon dann mehr und dann einfach schaut. Ihnen geht das wahrscheinlich zu Hause auch so und hier auch so, dass man Margret Rasfeld einfach stundenlang zuhören könnte, weil sie so viele kluge, gelassene und klare Gedanken fasst. Da kann man ja gar nicht sagen, oder Samir, dass das anders sein muss, weil das sind doch auch klare Start-up-Gedanken. So im Grunde genommen geht doch Start-up, so wie Frau Rasfeld es macht. Mhm, absolut, also das, was wir in den Schulen machen, ist ein hervorragendes Beispiel mit Freiday. Es war mal auch der Gedanke, das mal in Hochschulen zu machen. Du weißt ja, Silke, ich bin ja auch an Hochschulen unterwegs und es gibt ja auch diese 20%-Modell von Google, das kennen wir alle. Da können die Google-Mitarbeiter an ihre eigenen Projekte basteln. So sind auch ganz viele innovative Produkte entstanden. Warum eigentlich nicht fachbereichübergreifend in allen Studiengängen an eigene Projekte arbeiten? Ja? Warum bauen wir uns eigene Hürden auf, Ingenieurwissenschaften und? Und das wird nicht als ganzheitlich betrachtet. Und dann spielt ja auch die Rolle, wie kann man die Fakultäten, die Studiengänge, die Studenten miteinander vernetzen. Und genau durch solche Beispiele ist es wunderbar, weil man Wissen miteinander verbindet, die Menschen miteinander verbindet und ebenso auch neue Produkte schaffen könnte, ja, und oder neue Innovationen. Und das wünsche ich mir auch für, nicht nur mit Freiday haben wir ein tolles Beispiel, aber wenn wir sowas auch in Hochschulen bekommen würden, no. Der Freiday, das wäre wahrscheinlich. Wir haben die ersten Hochschulen, die dann Freiday einführen. Herr Freiling, es wird gleich ungemütlich. Sie kommen gleich dran. Sie müssen nämlich gleich bewegen. Aber erst Stefan Muhle. Ja, ich wollte noch ganz kurz die Verbindung schlagen, weil ich das auch aus dem Mittelstand, dem besonders innovativen Mittelstand in Niedersachsen auch wahrnehme. Die machen auch mittlerweile so ein Friday for Future, nennen die das eben genauso, dass sie einfach sagen, einmal im Monat gibt es einen Freitag bei uns in bestimmten Abteilungen. Da dürfen die Mitarbeitenden machen, was sie wollen, was sie für richtig halten, wo sie glauben, das Unternehmen hingehen sollte. Die dürfen entwickeln, die dürfen denken, die dürfen zusammenarbeiten, die dürfen in Teams Dinge tun, die man sonst nicht macht. Und da fragt am Ende auch keiner, es gibt keine Rechtfertigung für das, was man in der Zeit macht. Ich glaube, das geht in die richtige Richtung und ich bin total dankbar, dass ich bei Ihnen mitnehme, wir müssen die jungen Menschen eigentlich zum Ausgangspunkt für das machen, wie wir das ganze System gestalten. Das würde ich auch sagen, ist zu meiner Zeit viel zu kurz gekommen. Wir versuchen das jetzt mit unserem Digitalstarter, dass wir sagen, in Niedersachsen, es darf keine Idee verloren gehen. Wir wollen wirklich jedem sagen, du kannst etwas. Und das, was du kannst, das soll hier realisiert werden können. Du sollst zumindest durch uns so viel Unterstützung haben, dass deine Idee eine gewisse Reife bekommt. Und ich bin ja derjenige, der jetzt seit vielen Jahren in Niedersachsen schon sagt, guckt doch in den Schulen, dass es nicht heißt, in der beruflichen Beratung, was willst du mal werden, sondern lass uns doch die Frage stellen, was will ich mal gründen? Ja, also da auch zu verankern, dass jeder das kann. Jede Idee ist gebraucht, gerade in dieser Zeit. Wir müssen ganz andere Strukturen haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und ich glaube, wenn wir das auch als Ziel ausgeben, dass das eben gefragt ist, egal in welchem Alter, die Elfjährigen, die können genauso viel wie 18-Jährige oder 35-Jährige. Und das müssen wir endlich verstehen und diesen jungen Menschen eine viel größere Rolle in der schulischen Entwicklung zu geben und sie wirklich das denken und das machen zu lassen, was sie für wichtig halten. Denn die haben einen so klaren Blick und das nehme ich aus meinem Umfeld mit. Die sind so clever, die sind so klug. Ich bin so optimistisch, wenn ich auf ganz viele Jungen, bei all den Einflüssen, die es gibt, die sind so toll unterwegs, dass ich wirklich sage, wir müssen denen den Teppich ausrollen, dass die all das, was in deren Köpfen ist, loswerden können und dass sie einfach ausprobieren können, dass die sich ausprobieren können. Herr Freiling, jetzt haben Sie gedacht, das ist ja super, wir reden über Schule, ich muss mich eigentlich mit meiner Fakultät jetzt gar nicht so weit beschäftigen, sondern ich gucke mal, wie ich Schule helfen kann. Und plötzlich stehen Sie ja jetzt voll mitten im Zentrum, wo es heißt, aha, auch die Universitäten und die Fachbereiche müssen kollaborativ arbeiten, kreativ arbeiten, partizipativ arbeiten. Geht das? Na, das wird schon wirklich gemacht und die Universitäten haben eine Transformation eigentlich schon hinter sich. Nicht alle und nicht alle Fachbereiche, aber ich finde, sie sind sehr, sehr gut unterwegs. Und was das deutsche Hochschulsystem anbelangt hat, da kann man wirklich sagen, das hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren schon mal sehr, sehr gehäutet in vielerlei Hinsicht. Also da muss ich sagen, kann man eigentlich im System sagen, es ist viel Bewegung drin. Nicht jede Bewegung geht immer unmittelbar in die richtige Richtung, aber es ist eigentlich ganz gut. Und es ist vor allem deswegen ganz gut, weil viele Gedanken, die Sie angesprochen haben, eigentlich in der Universität auch eine Verankerung gefunden haben. Und ich würde anknüpfend an Fridays for Future oder Fridays for Future eben auch an Freigeist for Future mal denken. Denn es ist genau das, was Sie eben auch gesagt haben. Die jungen Leute, mit denen wir es zu tun haben, sind engagiert. Sind nicht nur engagiert, sind qualifiziert und wollen sich in gewisser Form entfalten. Und wenn man das übersetzt in entsprechende Bildungsformate, kommen wir über die Bildungstransformation schon sehr eben auch in revolutionäre Gedanken. Und dieser revolutionäre Gedanke mündet beispielsweise eben auch in dieser Vorstellung vom umgedrehten Klassenzimmer. Ja? Und in diesem umgedrehten Klassenzimmer, Flipped Classroom eben auch genannt, ist es eben nicht mehr so, dass die Dozierenden dastehen und in irgendeiner Form versuchen, Dosen von Wissen zu verabreichen, sondern wo sie die Studierenden und auch die Schülerinnen und Schüler neugierig machen, wo sie ihnen Möglichkeiten geben, durch bestimmtes Wissen, durch bestimmte Rahmenbedingungen aufzubrechen und sich an bestimmten Problemen oder auch Projekten oder auch gesellschaftlichen Herausforderungen abzuarbeiten. Und das bedeutet wiederum, dass die Rolle der Lehrenden eine andere geworden ist. Ich merke es ja selbst. Wir sind augenblicklich mittendrin. Wir kommen in den Klassenraum oder in den Veranstaltungsraum. Die Studierenden präsentieren und es ist unsere Aufgabe, das zu ermöglichen, das zu flankieren, das mit unseren Ideen eben auch zu verbinden, ist ein Stück weit zu lenken eben auch. Das heißt, wir sind Unterstützende. Und das ist etwas, was dazu führt, dass die Bildung aus sich heraus durch die Studierenden, die dann auch Treiber sind, sich ein Stück weit individualisieren kann. Denn durch die Projekte, die die Studierenden zum Teil selbst gestalten und machen können, nutzen sie den infrastrukturellen Rahmen, den wir eben auch vorgeben, der zum Teil durch physische Lernmaterialien, zum Teil durch digitale Lernmaterialien flankiert wird und marschieren eben auch los. Und vor allem, und das ist noch ein Punkt, den Frau Rasfeld vorhin angesprochen hatte, wir brauchen jetzt nicht mehr unbedingt die Linse, um zu schauen, wie bewerten wir das Ganze und wie erzeugen wir Druck, damit das Ganze auch nach vorne geht, sondern es ist unheimlich viel Eigenmotivation mit dabei, wenn die Studierenden vor dem Klassenraum, vor den Klassenkameradinnen eben auch stehen und ihre Ergebnisse präsentieren und sich nicht blamieren wollen. Und in dieser Lernsituation suchen sie im Vorfeld natürlich schon das Wissen, was sie benötigen, um diese Aufgabe dementsprechend zu lösen. Und ich muss nicht mehr als Dozent eben auch dastehen und sagen, das ist zu lesen und hier müsste man mal gucken, weil das ist überflüssig geworden. Die Studierenden sind selbst initiativ geworden und fragen das eben auch nach. Und das ist eine völlig andere Form von Lehre, die viel arbeitsintensiver ist für die Studierenden wie auch für die Lehrenden, aber die produktiver ist und gar nicht mal das Unwichtigste, die für alle Seiten sehr viel Spaß macht. Da müsste man drüber nachdenken, ob der Hörsaal möglicherweise nicht zu einem Kreativitätssaal werden müsste, auch von der Begrifflichkeit. Herr Freiling, ich glaube, Sie kommen so einfach aus der Nummer nicht raus, dass Sie sagen, wir bewegen uns schon sehr viel, weil ich habe gesehen, wie Frau Rasfeld den Kopf geschüttelt hat und dann wird's ernst. Also ich frage mich, wovon Sie reden. Habe ich gesagt, es wird ernst. Sicherlich nicht von einem Lehramtsstudium. Ich rede von dem Gründungsstudium, was an deutschen Hochschulen in dieser oder vergleichbarer Form läuft. Ja, ich habe mich nicht über das Lehramtsstudium auslassen wollen. Das ist eine andere Welt. Und also das ist, glaube ich, aber Margret, du sprichst was ganz Wichtiges an, weil ich glaube, da ist unser größtes Problem, wo wir aus allen Seiten auch da, wenn wir eben genau in diesem Bereich Bildung denken, und Bildung verbindet jeder sofort mit Schule, aber Bildung ist ja was viel anderes. Es geht auch um die frühkindliche Bildung, es geht vor allen Dingen um die Vorbereitung, um Bildung sozusagen als für sich als Beruf entdecken zu können, aus welcher Profession auch immer. Margret, wenn du von dem Lehramtsstudium sprichst und vielleicht sitzen Lehramtsstudierende dabei oder Eltern, die Kinder im Lehramtsstudium hast, warum schüttelst du so vehement den Kopf, was ich gut nachvollziehen kann, und sagst, das geht gar nicht so? Ja, weil in fast allen Universitäten, und ich habe gerade mit einigen Menschen aus 7 Universitäten eine transformative Lehrerausbildung entwickelt und die mir auch sagen, auch in diesem System und wir die Pünktchen und dies geht nicht und jenes. Also die Lehramtsstudierenden werden nicht in diesem Geist sozialisiert, sage ich jetzt mal. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Sie mal an Ihrer Uni einen Kreis sich einladen, mal ein Kamingespräch machen und da mal dafür sorgen, dass sich da, also den Geist mal aufmachen, wie arbeitet ihr, wie arbeiten wir, wie kommt das, dass im Lehramtsstudium da noch 0 von angekommen ist, oder fast 0, aber ich möchte mal sagen, zum großen Teil nicht, könnte doch eine tolle Aufgabe von Ihnen mal sein, mal so etwas zu initiieren. Denn ich habe echt gerade gedacht, in welcher Blase bewegt sich dieser Herr. Aber ist ja klar, wenn Sie dabei Gründen und Entrepreneurship sind, ist ja klar. Und Ihre Studierenden könnten vielleicht helfen, den anderen, wenn die jetzt Projekt, also man könnte da sicherlich eine Menge verbinden. Und wenn wir uns vom Fächerkorsett lösen, dann müsste das an der Uni ja eben auch möglich sein. Und der Samir hatte vorhin ja schon davon gesprochen, so wie den Freiday und dann können alle zusammen. Und also wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit Sie da Einblick haben, aber Lehramt ist ein krasses Gegenteil. Und ich finde, was in dieser Diskussion sehr interessant war, was ich heute übrigens mehrfach erlebt habe, dass wenn man die Akteure zusammenbringt aus den unterschiedlichen Bereichen, ob es jetzt Wirtschaft ist, ob es tatsächlich Lehre ist, ob es die Praxis ist, und man lässt die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, dann verschwinden sprichwörtlich diese Punkte, wie sie im Titel ja noch waren, ne? Bildung, Punkt, unternehmerisch, Punkt, digital, sondern wir stellen dann fest, aha, die neue Arbeitswelt hängt automatisch mit einer neuen Lernwelt zusammen. Eine neue gesellschaftliche Herausforderung hängt damit zusammen, dass wir tatsächlich auch möglicherweise in der Forschung viel anderes oder ganz anders über Kompetenzen, Zukunftskompetenzen nachdenken müssen. Dann kommt plötzlich ein Bereich, dass der Staatssekretär für Digitalisierung und Arbeit-Wirtschaft auch einen Blick auf Bildung hat und sagt, natürlich müssen die nicht um Geld kämpfen müssen. Das kann nicht sein, dass das passiert. Und ich finde, dass wir solche Gespräche tatsächlich viel, viel häufiger brauchen und dass wir genau mit diesen Gesprächen zeigen können, dass sehr, sehr viel guter Start-up-Geist im Sinne einer neuen Lehr- und Lernform sozusagen da ist, ganz viel potenzielle Ideen ja da sind von absolut erfahrenen Praktikern. Margret, du hast gesagt, 30 Jahre kämpfst du dafür und du hast einen klaren Blick auf die Dinge, wie es sein muss und jeder hört dir zu und sagt, jo, so muss es sein. Du kannst wahrscheinlich mit vielen Anfragen rechnen jetzt nach diesem Slot. Mich würde jetzt aber zum Abschluss noch mal eins interessieren. Ich habe eingangs gesagt, ich habe dich schon zum Weihnachtsmann und zu Knecht Ruprecht gemacht. Du darfst jetzt schweigen und dein Säckchen vollpacken, weil sie dürfen jetzt Wünsche äußern für Bildung sozusagen, unternehmerisch und digital. Was wollen wir denn dem Weihnachtsmann, egal wo er seine Wunschzettel oder Knecht Ruprecht, Wunschzettel aus dem Säckchen zieht und platziert mitgeben? Herr Freiling. Also meine Wünsche sind gar nicht so richtig budgetrelevant. Also insofern, mir geht es eigentlich mehr darum, dass eben auch Bildungspolitiker, vielleicht auch Wirtschaftspolitiker eben mit den Vertretern, den Repräsentanten von Hochschulen und Schulen zusammenkommen, um eben diese Bildungslandschaft 2030, 2040, 2050 zu denken. Also für mich geht es um Plattformen des Austausches und vor allem eben auch um ein Arbeiten an einer Art Bildungsideal. Und dieses Bildungsideal, das kann nicht irgendwo aus einer Ecke eben auch kommen, sondern es benötigt eine gewisse gesellschaftliche Repräsentanz aus unterschiedlichen Ecken. Und da sehe ich beispielsweise eben auch die Ministerien, die senatorischen Behörden bei uns in einer Rolle, wo wir diesen Prozess einerseits mit antreiben können, aber auch deren Restriktionen und deren gute Ideen mitnehmen können. Das wäre so mein Wunsch. Eingepackt ins Säckchen. Samir, dein Wunschzettel ist leider kürzer. Wir haben nämlich nur noch 2 Minuten 40. Aber wenn ich schon mal Wünsche an das Stefan äußern kann, dann werde ich mich da nicht zurückhalten. Nee, also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg mit dem, was wir haben, auch mit dem Digitalstarter. Das ist der Wahnsinn. Und was ich auch vorhin vielleicht gemeint habe mit den Hochschulen, klar, wir haben Entrepreneurship seit ungefähr 2 Dekaden an den Hochschulen, ja, 98 der erste Entrepreneurship-Lehrstuhl an der Hochschule, aber das sind wir nur mit Entrepreneurship, da sind wir tatsächlich unsere eigene Blase, da sind die Entrepreneurship-Lehrstühle und das macht an ganz, ganz wenigen Prozent der Hochschule aus. Und mein Wunsch, den ich dir gerne, Stefan, mitgeben möchte, ist einfach, dass sie auch viel mehr in andere Studiengänge reingehen und am Ende des Tages, das, was du gesagt hast, Silke, Arbeitswelt und Entrepreneurship zusammenzubringen oder Bildung zusammenzubringen, ist das Thema Entrepreneurship Education und Entrepreneurship Mindset. Also das, was wir schon mit der Initiative Startup Niedersachsen in den letzten Jahren auch schon sehr gut aufgebaut haben, dass wir das noch mal mehr in der Bildung einbringen und in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also Entrepreneurship Mindset. Wunschzettel im Säckchen. Margret? Also ich würde mich anschließen, es müssen erstmal verschiedene Ministerien an den Tisch. Also ich habe es schon ein paar Mal probiert. Oh Gott, nein! Das machen wir. Und so weiter. Und es müssen Jugendliche dazu, junge Menschen. Und wir brauchen eine ganz andere Art von Kongressen und sowas, die ganz anders geleitet werden. Da habe ich auch Ideen zu, aber wir müssen in neuen Austausch, neue Formen gehen. Und es kann nicht sein, man stelle sich vor, die Bundeswehr müsste einen Kuchenstand machen, um ihren nächsten Fighter zu finanzieren. Also so kann echt nicht mehr sein. Ja. Stefan, du hast aber als Weihnachtsmann oder Knecht Ruprecht an einen von beiden auch noch einen Wunsch frei. Ja, ich finde es klasse, was hier geäußert worden ist, kann mich dem komplett anschließen. Wir haben uns gemeinsam, Samir und ich, schon vor einigen Monaten vorgenommen, Niedersachsen kann Mobilität, Energie, Life Science, Ernährung, das sind so unsere Themen. Wir wollen es schaffen, auch Bildung zu dem Thema in der Startup-Landschaft zu machen. Wir wollen das Startup-Land in Deutschland werden, was sich mit Bildung vordergründig beschäftigt. Und Sie krempeln die Schule gerade um, tun alles dafür, dass sich vieles ändert. Und dafür braucht es, glaube ich, auch diejenigen, die das umsetzen. Und das wollen wir in Niedersachsen realisieren. Deswegen insbesondere Ideen im Bildungskontext, Gründungsideen im Bildungskontext sollen hier gepusht und gefördert werden, weil wir Niedersachsen zu dem führenden Land an der Stelle machen wollen. An dieser Stelle bleibt mir jetzt wieder nur zu sagen, liebe TechTide-Fans zu Hause und hier in der Halle, ich glaube, wir haben wieder einmal in einem Slot hier erleben dürfen, wie wichtig Gemeinschaft und gemeinsames Vorankommen ist. Und ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, als darauf hinzuweisen, dass auch wenn die Pandemie uns gerade ein bisschen wieder vielleicht isoliert voneinander und einsamer macht, die Weihnachtszeit gerade die Zeit von Gemeinschaft ist, wo wir darüber nachdenken können, wie können wir aushandeln, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen, auf welchem Weg können wir das tun und vor allen Dingen mit welcher Schnelligkeit. Und wir sollten schneller werden und gemeinsam eine große Gruppe wie hier auf der TechTide bilden. In diesem Sinne eine schöne Vorweihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Tschüss.